Herzlich willkommen zu euren Tipps und Tricks zu eurer Gesundheit. Ich bin der Julian Kleinheinz, ich bin Sportwissenschaftler und Bewegungsspezialist. Und auf der anderen Seite haben wir Dominik Klug, herzlich willkommen zu unserem Video. Ich bin Gesundheitsinfluencer und Blogger und der Julian und ich haben gemeinsam die letzten Monate und Jahre genutzt und wortwörtlich hunderte Studien durchgearbeitet, viele Podcasts gehört und viele, viele, viele Bücher zum Thema Gesundheit gelesen, damit wir euch alle mit topaktuellen, wissenschaftlich fundierten und evidenzbasierten Tipps und Tricks zum Thema Gesundheit ausstatten können. Und heute wollen wir über das Thema Schlaf sprechen. Und dazu frage ich dich, lieber Julian, kann man einen Schlaf eigentlich planen? Kann man einen Schlaf eigentlich planen? Das fragen sich jetzt sicher einige von euch. Und die Antwort ist ja, man kann einen Schlaf planen. Ein Schlafzyklus hat 90 Minuten. Und wenn man das aufrechnet, wenn man die 90 Minuten mal 4 nimmt oder mal 5, kommt man auf 6 Stunden oder auf 7,5 Stunden. Also wenn man ins Bett geht, kann man schon den Schlaf planen, dass man nicht in einer Tiefschlafphase aufwacht. Das heißt, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man im Tiefschlaf aufwacht, ist man oft erschlagen und geht ohne Energie in den Tag. Und jetzt, Dominik, stimmt das eigentlich, was die Omas uns schon erzählt haben, dass man vor 12 Uhr ins Bett gehen sollte? Ja, unsere Omas und Opas hatten absolut recht. Und sie hatten nicht nur recht, dass wir vor 12 Uhr ins Bett gehen sollten. Nein, noch besser wäre es eigentlich, wenn wir vor 22 Uhr am Abend ins Bett gehen. Der Grund ist der, zwischen 22 Uhr am Abend und 2 Uhr morgens schüttet unser Körper die höchste Menge unserer Schlafhormone Serotonin und Melatonin aus. Und diese Schlafhormone Serotonin und Melatonin sind genau diese Energielieferanten, die wir brauchen, damit wir uns während unseres Schlafes optimal erholen können. So, das waren unsere ersten Tipps zum Thema Schlaf. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Besuch von euch entweder auf unseren Instagram-Profilen oder auf Facebook oder vielleicht sogar persönlich in unseren Webinaren. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund.